Markus Lehner, Heimleiter von Martinsheim in Visp. Heute sind die grossen Jahresmeisterschaften hier. Das machen wir immer einmal im Jahr. Wie ist das von einer Organisation her? Wie wird ihr das aufbauen? Also das wird immer abwechslungsweise gemacht. In Noters, in Brieg, in Sust und in Visp. Das ist darum, weil wir die Gräse einfach dazu haben, weil das sind relativ viele Leute, die mitmachen. Und wir haben die Sachen gegeben, immer weiter. Es braucht etwas, wo die ganzen Resultate aufschreibt, es braucht vor der Vorbereitung, es gibt im Mittagessen gibt es natürlich viel mehr Essen, also es ist eine rechte Sache, so eine Jahresmeisterschaft. Wie viele Bewohner sind jetzt hier am Mittagessen? Es sind jetzt 46 Teams, das sind 92 Personen, die da aus dem ganzen Altersheim, im Pflegeheim, im Oberwallis mitmachen. Was gibt es denn für Schiede zu gewinnen? Also die drei, die ersten drei bekommen, eine Überraschung, ein grosser Trick, also quasi ein Gelegtrick, haben verschiedene Artikel drin. Und selbstverständlich bekommt jedes, was mitgegossen hat, einen kleinen Preis. Was bedeutet den Bewohnern so eine Jahresmeisterschaft? Ist das immer ein Highlight, wo sie sich so quasi das ganze Jahr darauf freuen? Das ist sicher eines von den Highlights. Also auf einmal sehen schon mal Bewohner aus anderen Heimen, hast du eigentlich weniger gesehen, weil sie doch teilweise ein isoliert sind hier. Sie haben eure Vorbereitungsrunden, was ist der Jassen, also einen Monat vorher, haben wir angefangen mit ihren Jassen in diesen Teams, was ist euch da vorbereiten. Erno Zimmermann, ihr seid hier im Martinsheim zu Visp, daheim, und heute sind grosse Jassmeisterschaften. Was bedeuten denn auch die? Ja, sehr viel. Ich tue so gerne Jassen. Ihr seid 85-Jährige, hat er mir gesagt, und 2 Monate. Ihr habt wahrscheinlich schon eine Schuppo-Jass-Erfahrung. Wann habt ihr angefangen, Jass zu frieren? Ja, mit 10-12 Jahren wird geschiebert daheim. Wir haben so neben uns im Dorf hier gewohnt. Und dann wird einfach immer Jass daheim am Abend. Das heißt, ihr gewinnt heute die Jass-Meisterschaft, oder was? Das sind Martin neben uns und die sind die Erste und die Zweite. Aber davor haben wir gewonnen. Dana, die Hosellen und ich. Ihr seid zu zweit im Team? Ja, wir sind immer zusammen. Und immer privat jassen. Ja. Wir kennen den Mann schon gut, sind er gut eingespielt miteinander? Ja, und ich schieße aber auch der Bier. Und wir kennen ihn sehr, sehr gut, ja.